Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Kummer der Konker Alarmstufe Rot 1 Gegenschlag auf Seiten der Sowjets. Ganz genau, und ja, wir waren hier beim letzten Mal in Mission 2 und haben die Alliierten schon ordentlich platt gemacht hier. Allerdings habe ich gerade gemerkt, also habe ich beim letzten Mal festgestellt, dass die Chronosphäre, die wir erobern müssen, auf einer Insel ist. Und das ist doch mal mega scheiße, weil da muss ich jetzt extra einen Invasor nehmen, das Ding hier oben einnehmen und ja, ich muss gleich auf die Insel fahren. Mit einem Boot. Das ist echt nervig. Aber gut. Was zur... Der Sack hat das verkauft. Ich glaub's nicht. Hat er das echt verkauft, ey? Mann. Verdammte Hacke, ey. So, dann brech das mal ab. Da muss ich hier echt mit, da muss ich hier mit Silos arbeiten. Wie scheiße ist das denn? Naja, gut, egal. Leute. Dann muss ich mich hier echt mit Silos vorantasten. Das ist ja wohl nicht wahr. Aber das ist gar keine schlechte Idee, Leute, weil mir kommt gerade eine Idee. Warum mache ich das denn nicht? Warum mache ich, baue ich da denn nicht einfach mal eine Raffinerie da oben hin? Warum eigentlich nicht, ne? Ich meine, dann geht das auch mit den Sammlern mal ein bisschen schneller. Ja, genau, das habe ich beim letzten Mal nämlich nicht geblickt. Genau, dann können die wieder runterkommen. Ja. Wusste ich gar nicht, dass das hier so versteckt ist mit der Chronosphäre, aber gut, liebe Leute. Dann baue ich da gleich eine Raffinerie hin. So. Geht mal da runter, bitte. Weil ich will die Raffinerie endlich fertig haben. Wo ist mein anderer Panzer? Den haben sie im Arsch gemacht, ne? Die Penner. Die haben sie im Arsch gemacht. Ja gut, liebe Leute, dann würde ich sagen, freue ich mich, dass ihr mal wieder hier dabei seid, beim guten alten C&C Remastered. Und ja, wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst mal ein Like oder ein Abo da. Und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Ganz genau. Und ja, dann würde ich sagen, machen wir jetzt einfach mal weiter. Die können sich mal weiter reparieren. Die U-Boot-Werft baue ich mal. Wenn es denn gehen würde. Verdammte Scheiße, ey, wirklich. Den muss ich erstmal erkunden hier. Diese blöden... Ach, da sind überall Dreckssteine, ne? Ey, das ist Beschiss, Leute. Das ist wirklich Beschiss. Aber gut, dann gehen wir noch mal kurz da oben hin. Mal gucken, vielleicht kann ich die da hinbauen. Ansonsten weiß ich ja nicht, wie ich da rüberkommen soll, ne? Was zur Hölle? Dann bauen wir noch mal ein paar Silos, Leute. Dann muss ich mich halt wieder da runterbauen. Ah, es ist irgendwie gerade ein bisschen müßig. Na gut, was soll ich machen? Ich brauche halt hier eine U-Boot-Werft. Kein Flammenturm, Leute. Die Silos kannst du auch mal wieder verkaufen. Dann versuche ich die jetzt mal hier reinzubauen. Mal gucken, ob das funktioniert, ey. Wie müßig ist das denn gerade, ey? Das ist ja übelst nervig. So. Da kann ich sie hinbauen, das ist schon mal gut. Und ein Landungsboot, sehr schön. Da kriege ich nämlich meinen Transporter her. Und die drei Tesla-Panzer, die können ja mal das Schiff da platt machen. Gut, liebe Leute, dann noch ein Transporter bitte. Dann haben wir nämlich jetzt hier unsere 6 Panzer. Ihr macht die platt, oder? Ganz genau, weg damit. So einfach und schnell, wie das geht. Ja. So, Leute, dann würde ich sagen, haben wir jetzt unsere 6, 7 Tesla-Panzer. Dann würde ich mal sagen, lade ich die doch einfach mal ein, die Einheiten. Dann muss ich echt hier landen. Das ist echt müßig, Leute. Das ist echt müßig, aber gut. Dann mache ich das halt. Wenn sie das so haben wollen, dann mache ich das. Der Invasor, der kommt auch mal mit hier rein. Wenn es denn geht. Wenn es denn geht, Leute. Und ja, da habe ich jetzt auch keine Geldprobleme mehr, ne? Hätte ich theoretisch auch früher drauf kommen können. Ja, ich bin dazu blöd für, um sowas direkt zu blicken.
So, dann haben wir gleich unsere neuen Tesla-Panzer da drin. Dann würde ich sagen, baue ich einfach weiter, Kund. Ich baue einfach weiter Tesla-Panzer. Ich meine, man kann ja nie wissen. Ne? Vielleicht reicht das ja auch nicht. Kann ja auch sein. So, dann setzt mal da an. Ach du Scheiße, ja. Hallo? Lad dich aus. Ladet euch aus. So. Haha, sehr schön. Und Invasor, du kommst nun bitte wieder da rein. So. Und ihr alle? Was? Schau dir das an. Diese Macht der Tesla-Panzer, ey. So, rums. Weg damit. So, einfach reinfahren. Und dann speichere ich das am besten nochmal kurz, weil nicht, dass da irgendeine Scheiße passiert. Das war die Dings kaputt machen, die Chronosphäre, weil das wäre Mist. So, Leute, dann. Da kommt ein Mannequin. Ja, weg damit. Weg damit, ey. So, wo ist die Chronosphäre hier? Ach du Scheiße, was ist das denn? Was war das denn für einer, ey? Leute. Speichere das Ding nochmal lieber. Nicht, dass er, wenn ich da einmal drauf schieße, dass die dann kaputt geht. Genau. Shit. Das wusste ich. Das war mir so klar, Leute. Das war mir so klar. Wirklich. Da darf ich also nicht drauf schießen. Ich verstehe, Leute. Da hatten sie tatsächlich eine Tanja oder sowas gehabt, ne? Gut, dann geht ihr mal bitte wieder da raus. Dann nehme ich mir hier dieses eine Mannequin nur noch mit, ey. Mann, Mann, Mann. So. Haben wir hier noch was? Ich glaube nicht, oder? Haben wir hier noch was zum Plattmachen vielleicht? Oh, tatsächlich, geil. So, da haben wir tatsächlich sogar noch was. Und Bratz. So, wegmachen. Zack. Ach ja, Tesla-Panzer. Richtig geil. So. Aber dann haben wir jetzt wirklich nichts mehr, ne? Gut. Dann sollten wir die Mission ja erst geschafft haben, eigentlich. Genau. Dann haben wir diese Mission jetzt definitiv geschafft. Da war das noch auf einer Insel, ey. Ich fasse es nicht. Aber gut, Leute. Nicht schlimm. So, dann. Und stopp. Und einnehmen. Und dann haben wir das Ding erledigt. So sieht's aus, Leute. So sieht's aus. Mission 2 ist erledigt. Von den Russen. Sehr schön. Schön blutgeträuftes Europa hier, ey. CCCP, ja. Ganz genau. Cool. Gut, Leute. Endlich haben wir das Ding. Bonusgalerie freischalten. Abschließen Ukraine. Paradoxe Gleichung. Alles klar, korrekt, Leute. Schaut euch mal 500 Alliierte mal platt gemacht, ey. Mann, Mann, Mann. Gut, Leute. Ich möchte aber gerne ins Hauptmenü. Ich möchte ins Hauptmenü. Nein, kein Spoiler. Doch ein Spoiler. Wir werden immer gespoilert. Wir werden immer gespoilert und wir wissen, es ist eine Schneekarte. Gut, Leute. Hintergrundillustration aus Alarmstufe Rot. Der Chronosphäre. Oh, sieht geil aus. Sieht schon geil aus. Muss ich sagen. Gut. Missionsauswahl. Gegenschlag. Mission 3. Nukleare Eskalation, Leute. Wir sind nach wie vor in der Ukraine. Cool. Gut. Dann würde ich sagen, bin ich mal gespannt auf die Mission, ey. Ich merke schon, also die Russenkampagne, die hat's echt in sich. Gut. Die Alliierten testen in diesem Gebiet eine Druckluftbombe. Okay. Stoppen Sie Ihre Tests. Merzen Sie alle Alliierten in diesem Gebiet aus, aber nehmen Sie sich vor Ihren Bombentests in Acht. Die Zielkoordinaten für die Tests werden in Ihrer Radarstation in der westlichen Basis aufbewahrt. Nehmen Sie die Radarstation ein und finden Sie heraus, wo die Tests stattfinden. Die Tests stoppen Sie, indem Sie das Technologiecenter in der nordöstlichen Basis zerstören. Enttäuschen Sie uns nicht. Okay, cool. Jetzt haben wir auch wieder normale Waffen hier. Bau dich direkt auf. So. Jetzt haben wir auch normale Waffen hier. Das ist doch schon mal mega geil. Gut, liebe Leute. Dann würde ich sagen... Nein, nein, nein. Raffinerie. Machen wir hier einfach mal weiter. Im Westen, hat er also gesagt, müssen wir eine Radarzentrale einnehmen. Ne?
Allerdings muss ich jetzt gleich erstmal gucken, wo hier noch ein Ressourcenfeld ist. Weil das da unten, das ist ja ein schlechter Witz. Ne? Wir müssen also ein Radar einnehmen. Okay, ich verstehe schon. Allerdings frage ich mich gerade wirklich, wo hier Ressourcen sein sollen. Das verstehe ich gerade nicht. Der will mich gerade ein bisschen verkackeiern, kann das sein? Anscheinend, ja. Merkwürdig, ne? Echt merkwürdig. Wo sollen hier die nächsten Ressourcen sein? Sind hier irgendwo Edelsteine oder? Ah, da hinten, ne? What? What? Ach du Scheiße. Seit wann haben die Alliierten Atombomben? Was soll das denn bitte? Kommt der angeschissen? Der kommt echt angeschissen. Ich glaub's nicht. Wie dreist ist das denn, Leute? So. Großkraftwerk bitte. Dann kommt ihr mal bitte her und, ja. Wie dreist ist der denn bitte? Ey, hallo? Was macht den im Arsch da, ey? Den Sack da. Aber drüber fahren, so. Oh Mann. Da war der Gegner schon ordentlich am angeschissen kommen. Ah, hier ist das Erzfeld. Okay, ja gut, dann hätte ich mir die Raffinerie doch besser hier hingebaut. Aber ist egal, Leute. Wir haben schon eine Testspule, tatsächlich. Und ja, dann... Zack, weiteres Großkraftwerk, bitte. Und im Westen ist eine Radarstation. Da warte ich aber noch mit, bis wir hier fertig die Basis aufgebaut haben, weil dann können wir auch uns verteidigen. Na? So, der Sammler, der muss bitte fertig werden bald, ey. Ich habe nämlich schon wieder keine Kohle, das ist irgendwie bescheuert. Ah, alles gerade ein bisschen doof. Ach du... Oh, jetzt kommt er von da. Jetzt kommt er von da hinten angeschissen. Lässt du meine Energie in Ruhe? Lässt du meine Energie in Ruhe? Einfach drüber fahren. So. Bisschen Wasser drüber gießen. So. Und weg damit, ey. Kommt dann nur mit Artillerien hier, ey. Na gut. Weg damit. Sehr gut. Ah, der Sammler, der muss jetzt da hinten hinfahren. Das ist natürlich mega doof. Aber gut, ich hoffe, dass der fertig wird, der Sammler. Wird der fertig? Nein, er wird nicht fertig. Oh Mann. Ja gut, dann brauche ich halt ganz dringend hier die Edelsteine. Ja, sehr schön. Sehr, sehr gut. Das geht doch schnell. So, dann nehme ich mal meine Grenadiere hier und erkunde noch ein bisschen. Kann ja nicht schaden. Ach du Scheiße, seht ihr das? Seht ihr das? Da sind nämlich wieder Manneken da oben. Ah, da wollen wir gerade mal ein bisschen erkunden und nichts ist. Macht doch keinen Schaden an dem Ding. Ey, 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 lässt du meinen Sammler in Ruhe? Jetzt wirst du aber langsam echt dreist. So. So. Mach den Arsch da. So, los. Alles klar, liebe Leute. Dann würde ich mal sagen, baue ich nochmal eine Energie. Und dann baue ich schon meine ersten Tesla-Spulen hier auf. Um Gottes Willen. Du Scheiße. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Ja, die Manneken, die muss ich plattfahren. Die Manneken muss ich mit dem Sammler plattfahren. Boah, Leute. Das ist echt heftig, was hier angeschissen kommt von dem, ey. Shit. Oh, Leute, Tesla-Spule, kommt. Fahr die doch platt, Mann. Fahr die doch platt, Mann. Das kann doch nicht wahr sein. Jetzt fahr die platt. Die rennen hier einfach durch die Basis, ey. Das ist ja mega, mega bescheuert. Oh, Mann, Leute. Puh. Weißt du was, Tesla-Spule, jetzt hier, komm. Weg damit. Weg mit dem Scheiß, ey. Mann, Mann, Mann. Boah. Ja, Gegenschlagkampagne, wie gesagt. Also, die hat's echt in sich. Auch bei den Russen. Ich glaube sogar gerade bei den Russen. Gut, liebe Leute. Aber das soll uns nicht aufhalten. Definitiv nicht.
So, machen wir jetzt hier noch eine Tesla-Spule hin. Ja, die testen da ihre... Habt ihr das gesehen? Boah, Leute. Das war eine Atombombe. Die Alliierten haben Atombomben hier, das kann doch nicht wahr sein. Da schmeißen die einfach eine Atombombe über ein Erzfeld ab, ey. Ist das gemein. Ist das fies. Da kommt das schon wieder mit Einheiten da oben, ey. Die Tesla wird natürlich jetzt auch nicht fertig, ne? So, ja dann, keine Ahnung. Mach den im Arsch. So. Meine Güte. Ein Minenleger. Was soll das denn? Ah ne, das war sogar ein BMT. Oh shit, Leute, das war ein BMT. Oh mein Gott. Boah, diese Mission hier ist echt übel, muss ich sagen. Ja, ja, schick it, Baby. Aber hier habe ich leider keine Tesla-Panzer. Ja gut, egal. So, jetzt kommt wieder Gottes Segen. Genau. Oh Mann. Gute alte Kirchenmucke. Die hab ich heute noch nicht gehabt, tatsächlich. Ja. Die habe ich heute definitiv noch nicht gehabt. Wir haben auch nur Spionageflugzeuge. Mehr haben wir nicht. Spezialwaffen. Aber ist nicht schlimm, Leute. Ich baue mir trotzdem hier meine 4 Flugfelder auf. Und was kann ich bauen? Ich kann nur Jaks bauen. Direkt weg mit dem Scheiß. Oh, direkt weg mit dem Scheiß. Die eine Tesla, die schafft das. Oh. Zack, zack, zack. So, genau, Leute. So, das passt schon soweit. Wow, da kommt dann nochmal mit was angeschissen. Nicht schlecht, Leute. Da fährt er einfach in die Basis rein, ey, wie dreist. Wie dreist, aber gut, nicht schlimm, Leute. Spionageflugzeug, jawohl, Leute. Das heißt, wir können hier ein bisschen weiter die Karte erforschen. Das ist schon mal... Geil, ja. Okay, da kommt er wieder mit was angeschissen. So. Lass ihn das versuchen. Der schafft er nicht. Genau. Schafft er nicht. Ah, Stalin wieder im Hintergrund. Das ist Statistics. Genau. Genau. Junge. Stalin, Alter. So. Zack. Oh, da kommt er wieder mit irgendeinem Atombomben-Scheiß. Da, okay. Alles klar, Leute. Gut, ich könnte mal ein bisschen mehr Kohle gebrauchen. So. Ja, ist ja gut. Oh Mann. So, Flugzeuge. Ihr kriegt natürlich nichts platt, ne? Das ist ja. So, Leute, Spionageflugzeug. Da stehen 3 Mannequin, okay. Nicht schlimm, ey. Absolut nicht schlimm. So. Die Flugzeuge werden leider auch nicht fertig, aber die Möglichkeit kann ich mal nutzen. Mission 3 Add-on. um das Ding mal abzuspeichern. Ganz genau. Und ja, dann würde ich sagen, warte ich mal drauf, dass die Jaks endlich mal fertig werden. So, sehr, sehr gut. Jetzt sind schon 3. Die können diese Mannequin da unten platt machen. Schon mal so, genau. Und so, zack. Und den dann noch. Zack. Ja, sehr gut. Habe ich hier Hubschrauber? Nein, habe ich nicht. Das ist doof, Leute. Ich brauche Hubschrauber. Ich spiele nämlich so gerne mit den russischen Hubschraubern, Leute. Macht ihr mal bitte diesen Jeep da im Arsch. So. Schaffen sie das? Nee, leider nicht. Oh, wir haben mal wieder ein Spionageflugzeug. Oh. Oh, was ist denn hier, Leute? Was haben wir denn da? Oh, eine Basis. Eine echt befestigte Basis. Okay, nicht schlecht, Leute. Nicht schlecht. Gut. Können wir ein Tech-Zentrum bauen? Wir können doch nicht mal ein Tech-Zentrum bauen. Was ist das für ein Kack? Das heißt, wir sind hier auf unsere normalen Einheiten angewiesen. Ja gut, okay, dann machen wir das halt mal. So, liebe Leute. So, da versucht er wieder mit irgendwas zu nerven. So, Leute. Dann macht man die Artillerie im Arsch. So, sehr schön. Team 2 kann auch die Mannequin da platt machen, bevor die mir auf den Sack gehen da.
Bevor die mir auf den Sack gehen, wirklich. Da unten müsste ich theoretisch auch noch eine Dings hinbauen, Tesla-Spule, aber nö, nicht so wirklich. Ah, Spionageflieger. Schön die Karte aufdecken. Ist eine riesige Karte. Schaut euch das an. Eine Riesen-Map. Aber okay. Nicht schlimm. Ist sogar ganz cool, dass wir hier ein bisschen mehr zu tun haben, weil bis jetzt gingen die Russen sehr schnell, muss ich sagen. Und das wäre doch schade drum. Okay, wo? Boah, da links. Okay. Gut, Leute. Boah. Boah. Ui, was machst du denn da? Schieß doch mal da drauf, da. So. Oh, was? Was zur... Oh. Haben sie die Tesla-Spule abgeballert? Ich glaub's nicht. Die alliierten Säcke, ey. Mann, Mann, Mann. Na ja, gut, egal. Die Rache, die kriegen wir schon hin hier. So, dann zack. So, was haben wir da? Na, die, ein Dorf, Leute, ein Dorf. Nimm dir mal die Raketenwerfer, bitte. Dann mache ich gleich die Kirche da platt. So. Aber dieser eine, der kann da schon mal diesen Jeep da platt schießen. So. Der andere auf das Mannequin. Zack. Und dann auf die Kirche drauf da, weil ich brauche die Kohle, Leute. Nicht dahin fahren. So, nimm die Kohle. Ganz genau. Da haben wir die Kohle uns eingesackt hier. Richtig gut. So. Muss ich erstmal das Ding wieder nachbauen. So. Aber das passt, das passt. Oh, und hier riecht es gerade nach bisschen Winter-Style drin hier. Nach Feuer. So. Direkt weg mit dem Scheiß. Oh, da kommen Invasoren. Das ist ja jetzt mega dreist, Leute. Alle weg. Geil. Alle Invasoren weg. Sehr gut. Das war ein geiler Angriff von den Fliegern. Ja, also gegen die Manneken sind die Yaks nicht zu unterschätzen. Aber es ist halt... Ja, was soll ich sagen? Die Mix sind einfach besser. Das ist einfach so. Ja, Manneken kommt... Ich glaube, ich muss hier noch eine Spule aufbauen, ey. Das kann ja langsam wirklich nicht mehr angehen. Da sammelt der sich da unten wieder, ne? Der sammelt sich da unten wieder, der Sack. Der Sack, der sammelt sich da wieder. Der will da meine Energie platt machen. Och, dieser Penner. Dieser Penner. Ey, wirklich? Da hat er es auch noch geschafft, ey. Da hat er es auch noch geschafft hier. Dieser Penner. So. So, da ist wieder, kommt wieder eine Atombombe. Konstruktion abgeschlossen. Gut, zur Hölle. Mach mir nicht so eine Angst, ey. Nur lauf einfach mal da oben hin. Wie gesagt, diese Mission kenne ich so nicht. Hab ich noch nie gespielt, das Ding. Wirklich nicht. Auch nicht als Kind oder so, auf der PlayStation oder so. Gar nicht, Leute. Die Mission sagt mir nichts. Das ist interessant. Das ist echt interessant, Leute. Da. Oh, da habe ich wieder eine weggenommen hier. So. Zum Glück habe ich noch ein bisschen Verteidigung da stehen, ey. So. Spionageflugzeug. Ich mach mal hier unten in die Ecke. Da ist nichts. Okay, cool. Da war wieder eine Katze. Und ja, dann hoffe ich, dass euch das nach wie vor hier gefällt. Kommande Conker, Alarmstufe Rot. Gegenschlag. Und ja, wie wir hier weiter hoffentlich erstmal die Alliierten weiter platt machen. Es ist ja nicht so einfach, ne? Es ist. Die Gegenschlagmissionen sind auch bei den Russen heftig. So, dann. Ach, verdammt. Keine Kohle mehr, war wieder. Mal wieder, ja, toll. Beim Gegenschlag kann man auch nicht, kann man auch bei der Missionsauswahl keine Mission auswählen, ne? Da kriegt man es einfach vor die Nase gesetzt, ja. Das ist natürlich auch suboptimal. So, da ist ein Gummipanzer.
So. Kommt da noch mehr mit irgendwelchem Scheiß an da? So. Weg mit dem Kack, ey. So. Spionageflieger. Mach mal hier hin. Gucken wir, ob was da ist. Weiß. Okay, das ist schon mal gut. Nur weiß ist sehr gut. Was zur Hölle? Der BMT, Leute. Da sind direkt die Mannequin. So, auch direkt platt machen mit dem Kack da. So. Da versucht er wieder irgendwas. Das wäre die geile Creepy-Mucke. So. Und weg damit. So. Versucht immer wieder zu nerven, aber es klappt nicht, mein Lieber. Es klappt einfach nicht. So, da steht eine Flak, das ist blöd. Dann kann ich doch... Okay, wo? Was zur Hölle? Da oben. Nein, nicht da reinfahren. Okay, gut. Gott sei Dank, ey. Der Sammler soll da bitte nicht reinfahren. Die Sammler hier sind so blöd, ich kenne die. So, dann würde ich sagen, die Flugzeuge können wir das Dorf platt machen. Wenn sie es denn schaffen. Spielzeugmacher. Auch nicht schlecht. Was haben wir hier? Franzhaus. Damon's Pub. Ey, wie geil ist das denn? Hewitz Anwesen. Hans und Gretels. Geile Häusernamen, ey, wirklich. Haben sie da Namen für gegeben? Oh mein Gott. Wie geil. Sehr liebevoll gemacht, das Remaster, ja. Wirklich sehr liebevoll gemacht. Gut, liebe Leute, dann würde ich sagen, trinke ich mal einen kleinen Schluck Apollinaris. Da kommt er schon wieder angeschissen. Spionageflugzeug bereit. Und dann würde ich sagen, gehe ich jetzt gleich nochmal einmal kurz vorm Folgenende mal angreifen hier. So. Zack, genau, da ist nämlich ein Weg. Seht ihr das? Da versucht der Sack es schon wieder da unten, ey. Ah, du bist doch ein Feigling, bist du, ey. Oh, mit deiner... So, Mann. Da unten muss ich noch eine Spule hinbauen, ganz dringend. Da muss ich noch eine Spule hinbauen, da unten. Okay, liebe Leute, dann mache ich das noch eben. Aber dann ist das hier erstmal unser... Verdammt. Das hier ist ja erstmal unser Team 1 hier. Und das kann man dahin fahren und das Dorf platt machen. Ganz genau, Leute. Vielleicht ist da noch Kohle drin oder so. Wer weiß. Die Basis hier kann ich leider nicht mit Flugzeugen angreifen, weil ihr seht, da ist eine Flak. Dann machen wir hier kaputt. Los. So, wir haben noch ein Spionageflugzeug. Dann gucke ich mal, was da hier oben noch hat. Zeig her. Hose runter. Das Radar, Leute. Genau, das Radar müssen wir einnehmen. So, hier unten kommt jetzt eine Testerspule hin. So, damit er da nicht mehr mit seiner scheiß Artillerie durchkommt. Und ja, dann würde ich sagen, machen wir das. Das arme Dorf. Machen wir das hier nochmal alles im Arsch. So. Dann würde ich sagen, machen wir die Basis noch platt. Die alliierten Basis, und dann mache ich die Folge auch zu Ende. Ah, da kommt wieder... Oh, gut. Ich dachte schon, was zur Hölle? Ja, egal, komm. So, gut, Leute. Da, ah, sehr schön. Die Raketenwerfer, die können ja schon mal da auf die Türme schießen. Richtig. So, zack, zack. So, Leute. Schießen wir auf den Tarnbunker. Zack. Sehr schön. Zack, zack, zack. Sehr schön, Leute. Da haben wir unsere Raketenwerfer in Action hier. Im Einsatz. So. Und zack. Sehr schön. Dann sammelt euch mal da bitte. Und fahrt nicht wieder außen rum. Was zur Hölle? Nicht außen rum fahren. Ach Gott. Und zack. So. Einfach drauf da, los. Diese Gummipanzer. So, liebe Leute. Dann geht's mal weiter hier. Zack. Ah, sehr schön. Und zack und zack und... Welcher Bunker schießt da? Ach, der da. Okay. Ja, dann easy. So. So. Mach einfach diese ganzen Türme hier im Arsch. So. Diesen Bunker da weg.
Hey, diesen Bunker wegmachen. Mach den Bunker weg endlich, so. Und jetzt ist hier wieder mein Handy angegangen. Ah, gut, egal. Gut, dann können die Flugzeuge mal diese Energie da platt machen. So, ganz genau, Leute. Können wir da oben die Flachs noch im Arsch machen. So, ganz genau. Und dann hier. Ernsthaft? What the hell? Ja, das war's. Okay, egal, aber wir haben hier schon mal einiges platt gemacht. Ja. Dann würde ich sagen, Leute, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Würde mich sehr freuen. Und ja, dann wünsche ich euch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschö, tschö.